Moin Freunde, ja, heute gibt es heute mal ein Video mal der anderen Art, etwas auch ein Thema, was auch sehr, sehr wichtig ist. Mir geht es nicht in der Hinsicht um Reichweite oder sonstiges, das geht jetzt auch mal speziell auch an die Mädels. Hört einfach auf, euch zu vergleichen, wer jetzt schöner ist, wer jetzt hübscher ist und. Ihr seid jede Frau, jedes Mädel, was draußen auch auf Social Media und was unterwegs ist. Jeder Mensch, und das sage ich jetzt allgemein, ob jetzt Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, das ist egal. Jeder Mensch ist auf seine Weise hübsch, auf seine Weise. Und es gibt kein Perfekt. Weil es ist ganz schlimm geworden, auch auf Social Media. Das muss ich einfach sagen. Es ist richtig schlimm. Jeder möchte sich perfekt darstellen. Und der Schönste sein oder die Schönste sein. Es gibt nicht immer die oder den Schönsten. Das möchte ich jetzt ja auch mal sagen, weil es ist immer viel zu definieren. Und jeder sieht natürlich einen Menschen immer anders. Das muss man einfach sagen. Das sieht jeder Mensch immer anders. Und ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass auch jetzt wir auch von den Agents oder überhaupt Agent Hawkins, ja, einfach mal sagt, wie es ist. Es gibt dieses Perfekte nicht. Niemand ist perfekt, weder vom Aussehen noch sonstiges. Jeder hat so seine Marke, sei es von der Schönheit und auch von der Intelligenz, vom Kopf, von den Gefühlen. Ne? Aber jeder ist halt anders und jeder empfindet die Dinge auch anders und sieht die Dinge anders. Es gibt kein Perfekt. Jeder sollte sich so sehen und lieb haben, wie man ist. Aber kommt mal alle runter von diesem Perfekt und perfekt sein wollen. Weil man muss auch dazu sagen, die suizidalen Raten und auch auf Social Media sind auch mit unter anderem sehr, sehr rasant auch mitunter gestiegen. Das muss man einfach sagen. Und es ist jetzt nicht irgendwie an Unfälle oder sonstiges. Ich möchte hier einfach nochmal ganz klar hier auch sagen, und das, so stehen auch meine Kanäle auch für die normalen Dinge, es gibt jetzt nicht einen den Menschen, den man jetzt als Trophäe irgendwo hinstellen kann und sagen kann, der ist perfekt, das ist jetzt mein Vorbild oder was auch immer. Das kann ja jeder für sich auch halten, wie er möchte. Jeder hat irgendwo auf seiner Weise auch ein Vorbild, das ist ja auch okay. Aber bedenkt, wir sind alle Menschen und wir haben alle Gefühle und es gibt kein Perfekt. Wer jetzt irgendwie schöner ist wie der andere oder die Schönste ist, es gibt einfach dieses nicht. So, fangt an, transparenter zu sein und sei es irgendwie auch auf Social Media auch, weil letztlich die Leute, die auch vor der Kamera sind, haben Gefühle und sind einfach Menschen. Und ich finde das einfach mal ganz, ganz wichtig, dass das halt auch mal gesagt wird. Dadurch ist es leider auch so, dass dann dadurch dann die Leute, die sich dann auch gegenseitig klein machen, das möchte ich jetzt ja auch mal sagen, die haben natürlich durch dieses ewige Vergleichen auch keinen Selbstwert. Die haben keinen Selbstwert, werden immer runtergehalten, klein gehalten, sei es irgendwie, dass sie durch Cybermobbing fertig gemacht werden, etc. pp. Und das ist einfach nur noch schlimm. Ich finde, das hat keiner nötig. Und wenn das Leute das machen, dann ist es halt unter anderem Weise auch kein Selbstwert haben und für sich selber nichts wert sind. Nicht wissen, wohin ihr Weg gehen soll und müssen natürlich diesen ganzen Frust an andere auslassen. Ist natürlich nicht so cool, muss man natürlich nicht machen. Das möchte ich einfach mal ganz ehrlich sagen und es ist egal, ob es jetzt auf TikTok ist oder sonst wo. Bedenkt immer, die Menschen, die ihr euch auch anschaut, haben immer noch Gefühle. Und auch die Menschen, die man nicht vor der Kamera sieht. Und keiner möchte irgendwie klein gehalten werden oder für dumm gehalten werden oder andere Chosen beleidigt werden und. Ich frage mich manchmal sowieso, was überhaupt hier mit den Menschen überhaupt ist, sei es auf TikTok oder anderswo. Vieles ist ja auch echt toxisch gepriesen, wo dann gesagt wird, ach, ich bin ja schöner wie du oder ich bin der Schönste oder ich bin die Schönste. Hört doch einfach mal auf mit dem Scheiß.
weil damit macht man nämlich auch Menschen klein und nieder und fertig. Weil man nämlich dieses Perfekte als Influencer vorleben muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich war selber mal dick und das habe ich auch in einem YouTube-Video auch gezeigt. Ich habe 98,8 Kilo gewogen. Dass ich jetzt natürlich entsprechend schlanker bin, ist auch nur, weil ich daran gearbeitet habe. Ich habe auch keinen Filter hier drauf, weil man das nicht machen muss. Wir sind alle Menschen. Und wenn wir nicht zeigen, dass wir Menschen sind, dann, wie soll ich sagen, und auch Fehler haben. Um Mensch zu sein, muss man auch Fehler zugeben können. Das ist einfach Fakt. Das ist meine Meinung. So, und selbst Maschinen, wenn wir Maschinen wären, auch Maschinen sind letztlich von Menschen konstruiert worden und machen Fehler. Man sieht es an Computern, Software, alles ist letztlich hergestellt von Menschen. Das muss ich einfach sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird immer so nach Aussehen gegangen und ich habe jetzt schon zwei Influencer gesehen, die darauf aufmerksam gemacht haben auf dieses Thema und ich mache da jetzt grundlegend mit, weil ich einfach sage, es muss halt mehr Alarm gemacht werden. Es gibt keine perfekten Menschen und die Leute, die es wie gesagt tun, haben keinen Selbstwert, haben mitunter ein aufgeblasenes Ego etc. pp. Das sage ich jetzt nur einfach allgemein, weil ich einfach auch sage, es gibt keine perfekten Menschen, die wird es auch nie geben. Es gibt nicht perfekt und es wird es auch nie geben. Das ist immer so.